Hallo Leute, ich bin David Alaba. Hola a todos, soy Javi Martínez. Hey! Easy game! It's over already! Hallo, ich bin Ihar Djedovic. Hi guys, hier ist Diego Pacadori. Nice goal. Hallo, mein Name ist Jacinta Weimar. Mein Name ist Fina Magul. Hallo, mein Name ist Oliver Batista Meyer. Ich bin Joshua Zinzi, ich bin seit 2017 bei FC Bayern und ich trete für das Team Campus ein mit Oliver Batista Meyer. Geh doch nicht mit Züle raus, Bro! Abscheid! Du gehst mit Züle raus, Bro! Das war aber Abseits. Hallo und herzlich willkommen zum FC Bayern eSports Cup, einem internen Turnier, das im 2v2 mit PES 2020 ausgetragen wird. Und mit dabei ist das Men's Team, das besteht aus David Alaba und Javi Martinez. Das Basketballteam besteht aus Diego Flaccadori und Nihat Djedovic. Das Women's Team ist mit dabei mit Jacinta Weimar und Lina Magul sowie das Campus Team mit Joshua Zirkse und Oliver Batista Meyer. Und ich führe wieder mal nicht alleine durch die Show, sondern ich habe den E-Sport-Coach des FC Bayern München mitgebracht, den Lutti. Und da ist er auch schon. Servus Lutti, herzlich willkommen zu diesem Cup, zu diesem besonderen Cup, den wir heute begleiten dürfen. Und ich würde dich bitten, sich nochmal kurz vorzustellen für die Zuschauer und einmal kurz zu erklären, in welchem System wir denn diesen Cup spielen. Servus an alle, ich bin Matthias Luttenberger und der Coach vom E-Sport-Team und wir spielen heute im 2-gegen-2-Modus, das heißt wir haben 4 Teams, wir starten mit einer K.O.-Runde mit 2 Halbfinale, danach Spiel um Platz 3 und dann das große Finale und natürlich wir als E-Sportler werden ganz genau drauf schauen, wer das Turnier gewinnt, denn unsere Jungs haben auch eine Herausforderung auszusprechen. Und diese Herausforderung von Alex Alguacil, die wollen wir uns erstmal kurz anschauen. Hey, I'm Alex Aguacil from the FC Bayern eSports. From the eSports team, we wish you good luck in the competition and we can't wait to challenge the winner of this tournament on a PES 2020 game. Ja, also die Jungs vom E-Sport-Team sind schon heiß, den Gewinner dieses E-Sport-Cups, dieses internen E-Sport-Cups herauszufordern. Aber bevor es soweit ist, brauchen wir natürlich erstmal einen Sieger. Und deshalb starten wir gleich mit dem ersten Halbfinale zwischen dem Men's Team und dem Basketball-Team. Lieber David, lieber Javi, ich weiß, ich spiele Fußball mit den Beinen, aber heute spielen wir Fußball mit den Händen. Und ich glaube, heute haben wir eine große Chance, den Sieg zu holen. Lieber Nihat, lieber Diego, heute geht es um Tore und nicht um Körbe. Deshalb sind wir echt gespannt, was ihr am Controller so macht. Letzte Nacht habe ich über den Pokal geträumt. Also ich glaube, wir haben eine gute Chance. Die Fußballer arbeiten mit den Füßen, die Basketballer mit den Händen. Wer weiß, wie das am Controller dann funktioniert. Und vor allem auch, wir haben ein cooles Intermezzo, Defensive gegen Offensive, Alaba und Martinez, die Defensivkünstler gegen die 2 Shooting Guards vom Basketballteam, Flaccadori und Djedovic. Ich bin gespannt, ob Defensive sich hier durchsetzt oder die Offensive. Auf jeden Fall, da bin ich auch sehr gespannt und ich würde sagen, weniger quatschen und rein ins Gameplay. Ja, 70. Bro, you are going to make the setting. Yeah, but you have in the rate, you have 70. Ah, that's fake news, bro. Bist du deppert? Boah, was für ein Stadion, man. Damit also rein ins schicke Stadion und ins erste Halbfinale des FC Bayern eSport Cups. Von rechts nach links David Alaba und Javi Martinez und von links nach rechts die Basketballer Diego Flaccadori und Nihat Djedovic. Oh. Pass! Oh. Das ist ja mal Pressing. Gut so, Javi. Danke. Wer macht ich? Du? Ich. Oh. Good ball. I know. Shoot, Bruder, shoot outside. Yeah. Oh. Hey, was machst du, David? Sorry. Kein Problem, wir sind zusammen. Hola, die geht auch ein Freund. Ja, Glück.
Oh, come on! Hey! Das ist easy money. Ja, der hat so gut gebracht. Was für ein Spielzug, hey, Luti, hast du das gesehen? Hey, wir haben morgen Training, 18:30 Uhr, bau dir ein. Dann bitte Analyse. Hier ist das perfekte Beispiel. Und mit 4-4-2, ja? Klatsch und Stein. 4-3-2. Damit die 1-0-Führung für das Mans-Team. Klasse gespielt auf Lewandowski und der überragend in den Knick. Nee, das ist der Unterschied, wenn man vom Pokal träumt oder Pokal hoch. It's over. Let's play basketball, come on. I think this is enough, Bratte, okay? Keine Viertelstunde gespielt und schon das 2-0. Klasse gespielt vom Mans Team. Schönes Kombinationsspiel und dann mit Kingsley Coman aus der zweiten Reihe. Ey, Rubika. Is the first Kingsley score from outside the box. Yes. Yo. The first time our goalkeeper touched the ball after 15 minutes. Let's go, brother. We take the confidence now. Now, let's go. Oh, Ay, de Alaba, let's go. Ay, de Alaba, let's go. David, bitte. Play long. Huh? Side. Man. Nothing. Oh, there. Oof, here on. Round one thing. Two. Run. Javi, choose that. Bravo, Javi. You've been snell in the game. Epa. Hey, don't lose the ball. No, that, we are down 2-0, not up. Manu, good Manu. Oi, hi. Uff, Thiago, Thiago is good, eh? Hey! Pau. Yes? No. Longa. Drei, in den Raum. Opa. No! Hola. Oi. Noch eins. Oh. Fast break. Offside. Nein, 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 von ihm. No!
Outside. Oder 11 Meter, oder was war das? Upside. No. Klare Führung jetzt für das Men's Team und da hilft auch das Rufen nach Abseits nicht mehr. Es steht 0-3 und die Basketballer sind gefragt. We have time. Hoppa. Abseits, aber klar. Immer die Linie halten, gut frei. Das ist unser Fußball. Ach. Nein, gut, weiter. Abi, Martinez. Don't go. No! No! Bravo. Gut, David. Ja, ein guter. What? Gute Idee. Pressure. One goal is our win. Hola. Yellow card. Was nothing. First foul. Oof. Oh, gut gemacht. Sehr gut, Niklas. Hey. Now is our turn. It's always good to dream big. If we don't score one goal, I will not play for a third. Halbzeit im Spiel zwischen dem Men's Team und dem Basketballteam Lutti. Eine klare Führung 3-0 nach einer kuriosen ersten Halbzeit zwischen den beiden Teams. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein und haben die Basketballer noch die Chance, diese Partie für sich zu entscheiden? Ja, 3-0 ist ein richtiges Brett. Das Men's Team hat wirklich gut gestartet, aber die Basketballer hatten sogar mehr Torabschlüsse. Also wenn die am Abschluss ein bisschen feilen, wäre vielleicht noch was drinnen. Und natürlich das kuriose Eigentor, da spielt das Men's Team den Angriff wirklich sehr gut heraus und dann waren sie leider ein wenig zu langsam mit ihren Händen, die Basketballer, und da fiel das 3-0. Aber ich bin gespannt, wie die zweite Halbzeit jetzt da weitergeht. Vielleicht können die Basketballjungs das Ganze ja nochmal spannend gestalten. Viel Spaß mit Halbzeit 2. Und damit also rein in Halbzeit 2 in diese Partie. Die Basketballer sind gefragt, sie haben Bock, aber die Frage ist, was machen sie in dieser Halbzeit 2? Come on, Niklas. Bye. Oh no. Take the ball. Let's go. We're still alive, let's go. Gerade habe ich noch die Basketballer gefordert und schon sind sie da. Keine 5 Minuten gespielt in Halbzeit 2 und es steht nur noch 1-3. Yeah, I tried. Here I am. Kingsley Coman. Nothing. Du warst typisch, Kinder. Das ist eine Flanke.
Offside. Gut so. Man merkt, der frühe Treffer lässt die Jungs hier ein bisschen wortkarg erscheinen. Beide Seiten absolut konzentriert, nicht mehr das leichte Geplänkel, das es noch in Halbzeit 1 gab. Nein, beide Teams jetzt konzentrierter, fokussierter, deutlich weniger Witze. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. No, nicht den. Gut. Nee. Foul. Was für ein Foul? Ey, Schiri, bitte. Let's go meet, let's go. Wow, super. Was ist denn hier? Komm on, boy. Offside. Überrate. Überrate! Ey, vamos! Sí! Let's go! Offside. Anschlusstreffer 2:3. Die Basketballer sind wieder da. Kleiner Fehler von Javi Martinez und das wird direkt genutzt. Drin ist er. Ei, ei, ei. Bravo! No! Ah, zu presto! Ein bisschen Gefühl, Fabi, ein bisschen. Ja, war gut, aber ein Gefühlskonzept ist gut. Oh, je, je. Easy now, easy. 71. Spielminute und jetzt ist der Fokus da auf beiden Seiten. Man merkt dem Men's Team jetzt auch ein wenig Angespanntheit an. Also 3-0 Führung hergegeben. 3-2, natürlich nicht mehr viel Platz. Nochmal die Möglichkeit, aber irgendwie geklärt. Tolles Spiel. Ich freue mich auf mehr. Viertelstunde ungefähr noch zu gehen, plus Nachspielzeit. Nee, direkt. Wow, was? Gut. Come on, baby. Gut, der Ball. Ah, da war es Wasser. Ja. Was für ein Pass wieder. Hey. Oh. Stay on the floor, Seth, right? A bit weak. Take calm. 7 minutes. Flanky. Yeah. Oh, that's good. Good. Schlussphase im ersten Spiel des FC Bayern eSport Cups. Die Jungs sind angespannt. Es ist nur eine enge Führung und die Basketballer sind drauf und dran, eine 3-Tore-Führung für das Men's Team wieder gerade zu biegen. Kommen jetzt mal hier über Lewandowski. Gnabry. Ja, da verspielt er den Ball. Bleibt er irgendwie hängen und jetzt die Möglichkeit über die Außen. Bringt den Ball weiter vor. Sieht gut aus. Come on, nochmal in die Spitze. Lewandowski, Schussenttäuschung, der Abschluss.
Gut gehalten von Manuel Neuer, aber klasse gespielt. Und das hätte der Deckel drauf sein können. So bleibt spannend bis zur letzten Minute. Erstmal wieder Eckball. Flanke kommt nur rein. Wieder der Kopfball. Am Tor vorbei, gibt Abstoß. Die Zeit läuft ab. 89. Minute. Was geht hier noch für die Basketballer? Volle Konzentration seit diesem Moment des Anschlusstreffers auf beiden Seiten. Jetzt nochmal. Jedovic in die Mitte. Kommt nicht an. Nochmal der Versuch. 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Voller Einsatz hier. Freistoß. Aus einer guten Position. Danke, kommt. Kopfball deutlich am Tor vorbei. Game over, sagt David Alaba. Sisi, lang raus das Ding. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Gibt's noch eine Möglichkeit? Nein, gibt's nicht mehr. Nice try, boys. Nice try. We don't play the first half. We don't know the button. Pokalmedaille. Yeah, it was very good. I think they saw that they play normally. And it was a very good game. Ich glaube, unser Torwart hat für die gespielt, erste Halbzeit. Das ist der Unterschied. Ja, da wurde es nochmal richtig knackig in der zweiten Halbzeit des ersten Halbfinals und das Mans-Team kam so richtig ins Schwitzen gegen das Basketball-Team, Lotti. Ja, beide Teams mit offenem Visier, die Basketballer mit 2 schnellen Treffern und am Ende hätte es noch fast in eine Verlängerung gegeben. Also das macht definitiv Lust auf mehr. Definitiv Lust auf mehr. Und damit das Mans-Team im Finale. Das Basketballteam sehen wir natürlich nochmal im kleinen Finale, also im Spiel um Platz 3. Aber vorher brauchen wir natürlich einen weiteren Finalisten. Und der wird ausgespielt zwischen dem Women's-Team und dem Campus-Team. Namentlich Jacinta Weimer und Lina Magul gegen Joshua Zirkse und Oliver Batista Meyer. Weniger quatschen, mehr Gameplay, Lutti. Lass uns doch reingehen. Lieber Oliver, lieber Joshua, ich trete heute gegen euch an mit Jacinta. Die hält den Kasten hinten sauber und ich schenke euch vorne ein paar ein. Hallo Jacinta, hallo Lina. Ich und Josh werden heute gegen euch antreten. Ich glaube, ihr werdet heute keine Chance haben, aber wir wünschen euch trotzdem viel Glück. Und damit rein ins Spiel zwischen dem Women's Team und dem Campus Team. Natürlich beide mit dem FC Bayern München unterwegs und beide haben Lust auf das Finale. Das Campus Team von links nach rechts in Rot und das Women's Team von rechts nach links in Weiß, Lutti. Was haben wir zu erwarten von dieser Partie? Ich bin richtig gespannt, was die zwei Teams jetzt da abliefern können. Man munkelt ja, dass gewisse Spieler ein bisschen öfter zocken und jetzt werden wir gleich sehen, ob sie das auch auf dem Platz wieder spielen können. Da sind wir gespannt. Und der erste Ballgewinn hier jetzt von den Damen vom Women's Team in der eigenen Hälfte, aber lange hat er jetzt nicht gehalten. Wieder das Campus-Team, nochmal nach vorne über Komar. Und dann Weimar dazwischen und Magul muss aushelfen und da ist nochmal Weimar, klasse mit Alaba gemacht, macht sie super, aber sie kommen nicht richtig raus. Also die ersten Minuten macht das Campus-Team erstmal einen druckvollen Eindruck, Lutti. Ja, da merkt man, ich glaube, die hatten schon öfter das Gamepad in der Hand. Guter Start, sehr druckvoll, die Damen können sich kaum befreien und ich glaube, da wird bald das 1-0 fallen. Da sind wir gespannt. Erstmal wieder die Damen. Weimar mit Coman. Nochmal über Gnabry, die Damen. Der Ball kommt an. Jetzt läuft es auch im Kombinationsspiel.
Lässt sie sich ein bisschen Zeit, aber Batista Meyer gut mit Coutinho dazwischen. Und dann geht es wieder schnell nach vorne für das Campus-Team über Lewandowski. Und das fällt das 1:0. Klasse gespielt. Da gibt es einen Fehlpass in der Hälfte des Gegners. Und dann geht es ganz, ganz schnell für die Jungs vom Campus-Team in die Spitze. Lewandowski vollkommen blank, ohne Probleme dann mit dem 1:0 Lotti. Stark gespielt, oder? Richtig stark gespielt. Ein Fehler im Spielaufbau ist da sehr tödlich für den Pass. Und das nutzen die Jungs sehr gut aus mit einem schnellen Pass in die Tiefe. Und Lewandowski lässt sich das nicht mehr nehmen und schiebt ein zum 1:0. Ja, da müssen die Damen ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen mit Ballverlusten im Spielaufbau. Also ich habe gesehen, sie sind auch beide am Controller ab und an mal aktiv, spielen auch. Das also durfte ich schon feststellen. Die Frage ist, wie viel können sie den Jungs hier entgegenwerfen? Die erste Viertelstunde gehört auf jeden Fall dem Campus-Team. Aber die Mädels werden sich mit Sicherheit dagegen wehren. Das war mal ein Trickshot. Okay, kann man mal versuchen. Der geht allerdings deutlich am Tor vorbei. War noch geblockt, gibt also Eckball. Und wir sehen es auch an der Ballbesitzstatistik. 60% zu, also knapp 60, 61 sogar zu 39%. Die erste Viertelstunde gehört auf jeden Fall dem Campus-Team. Und sie kommen auch schon wieder über Thiago. Und Weimar mit Kimmich dran. Versucht hier mal Gule einzusetzen. Bekommen den Ball auch gehalten. Und wieder Kimmich. Stark gespielt auf Lewandowski. Und jetzt Robert Lewandowski. Und da ist der Ausgleich. Na klar. Lass den anderen ruhig den Ball, aber die Mädels eiskalt stark hier von Jacinta Weimar und Lina Magul in dieser Partie. 1-1 der Stand, Lutis. So kann es gehen, oder? Ballbesitz beim Campus-Team und die Mädels einfach mit dem Konter. Ja, da bauen sie mal sauber auf und erzielen direkt das 1:1. Super rausgespielt und wiederum Lewandowski schiebt ein zum Ausgleich. Wiederum Lewandowski, ein Garant in diesem Team und auch ein starker Laufweg. Also toll gemacht, tolles Timing im Pass. Und dann Robert Lewandowski für das Women's Team, für Jacinta Weimar und Lina Magul. Und dann steht alles wieder auf 0, 1-1 der Stand. Und vom Ballbesitz, da können sich die Jungs auch nichts kaufen. Am Ende muss der Ball über die Linie. Und jetzt erstmal wieder Anstoß. Wieder das Campus-Team, Batista Meyer. Nochmal rüber, Kimmich bleibt hier hängen an Coutinho, an Lina Magul. Nochmal Meyer, da haben sie den Ball recht schnell wieder. Da müssen die Mädels auf jeden Fall drauf achten, dass sie das Ding irgendwie verteidigt bekommen. Und dann kommt er wieder zurück. Und wieder Robert Lewandowski, 2:1. Das ging fix. Und ein ähnlicher Aufbau, Lutti. Was ist das Problem? Also, sobald die Mädels hier, das ist vor allen Dingen noch in der Hälfte des Gegners, also im Campus-Team, und dann geht es so schnell. Was machen die Mädels gerade in dem Moment falsch? Es ist einfach schwierig, wenn man weit vorne den Ball verliert und sich dann wieder schnell hinten zu ordnen. Und das nutzen die Jungs super aus. Super Schussantäuschung mit Lewandowski und der dreht sich um und versenkt sofort den Ball. Also Lewandowski hat einen guten Tag. Hat einen guten Tag, definitiv. Und hier gibt es nochmal nachträglich die gelbe Karte fürs Foul an Robert Lewandowski. Nicht mal nachträglich, sondern es war tatsächlich in dem Spielaufbau, war schon relativ weit vor. Das habe ich schon mal festgestellt, dass die Schiedsrichter hier sehr lange Vorteil laufen lassen. Das Foul habe ich schon kaum noch wahrgenommen. Das ist gut verteidigt jetzt hier von Magul. Und jetzt kommt Weimar mit Gnabry über die Außen. Das haben sie vorhin gut gespielt über die Außen. Mal schauen, ob sie es hier auch gut ausgespielt bekommen. Schönes Kombinationsspiel. Thiago auf Coutinho und Magul sucht. Aber da ist es wieder gut verteidigt, wollte ich gerade sagen. Aber wieder ein Schritt zu spät und wieder faul. Also der Schiedsrichter ist, würde ich fast sagen, ein bisschen kleinlich hier in dieser Partie. Ja, da hast du recht. Man merkt auch, die Jungs, die versuchen sehr oft, die Schussantäuschung zu verwenden. Das ist ein wichtiger Trick in PES 2020. Da kann man oft noch im letzten Moment den Gegner ins Leere laufen lassen und das machen sie sehr gut. Das machen sie sehr gut. Und da gab es, glaube ich, noch den Einwurf, die Jungs sind sehr skilled. Das ist
Bisschen unfair. Ja, das gehört eben dazu. Das ist auch ein Teil vom PES 2020. Und da müssen sich die Mädels gegen wehren. Und das Women's Team wieder auf dem Weg nach vorne. Und wieder Oliver Baptista Meyer dazwischen. Nicht gut rausgespielt. Magul im Weg mit Coutinho und löst das sauber. Nimmt hier Weimar nochmal mit auf den Außen. Alaba nochmal auf Coutinho und Weimar auf dem Flügel. Erstmal komplett alleine. Muss schauen, wo sie hin kann. Versucht es wieder Richtung Grundlinie. Dreht wieder ab. Macht das sehr ordentlich. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, aber in der Mitte auch gut aufgepasst. Wieder der Ball. Wieder der Bounce zum Damenteam, zum Women's Team. Hier nochmal der Verlust von Weimar. Und jetzt müssen sie wieder aufpassen. Jetzt geht es wieder fix für das Campus-Team nach vorne. Und wieder bekommen sie ihn hier irgendwie in den Lauf. Aber Kumar, Schwierigkeiten da durchzustarten. Was ist da passiert, Lutti? Ich glaube, da wurde die Sprinttaste nicht verwendet. Und deswegen hat man da wertvolle Sekunden verschenkt im Konter. Ja, da hätte mehr draus werden können. Und so bekommen es die Mädels vom Wumms-Team gut verteidigt und dürfen selbst wieder angreifen. Man merkt immer wieder auf die Außen. Und so gehen wir in die Halbzeit. 2:1, enge Führung für das Campus-Team. Ja, man hat hier, wir hatten schon mal gesprochen, PES 2020 ist ein sehr zentrales Spiel, wir hatten das auch schon mal angesprochen, man spielt mit 4 Innenverteidigern, man stellt offensiv auch sehr zentral auf und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Campus-Team das hier taktisch für das Spiel etwas besser auslegt. Mir persönlich gefällt das Spiel der Mädels sehr gut, denn sie ziehen es raus, sie versuchen es über die Breite zu lösen. Oh, wichtig, Ziele. Was? Passt doch, Bro. Nerv nicht, mein Gott, nerv nicht. Es gibt auch so verschiedene Spielstile, vor allem im 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 Modus, da kann man ein bisschen variieren auch. Aber letztendlich, im letzten Drittel sollte man meistens durchs Zentrum gehen, weil dort dann meistens die zweiten Bälle sehr wichtig sind oder auch die Abschlüsse einfach wesentlich effektiver sind als über die Seite. Ja, da müssen wir schauen. Gut gespielt jetzt. Die Möglichkeit wieder für das Campus-Team über Oliver Baptista Meyer. Nochmal nach vorne. Meyer, Zirkse per Hacke auf Baptista Meyer und auf Lewandowski. Und der versenkt wieder. 3:1, Lutti. Also was ein klasse Pass mit der Hacke. Ja, da zaubern die Jungs. Und dann im letzten Moment, Süle verteidigt eigentlich sehr gut und bringt den Ball aber nicht aus der Gefahrenzone und Lewandowski spritzt dazwischen und schießt 1 und 3:1. Ja, bittere Geschichte, du sagst es. Eigentlich der Verteidiger dran, aber der Ball springt eben einen Meter zu weit weg und dann sind die Jungs wach mit Lewandowski, holen sich den Ball und machen das 3:1. Und jetzt heißt es natürlich für die Damen, vielleicht die Schotten öffnen, ein bisschen offensiver werden. Gut verteidigt hier. Ja, die Jungs sind richtig im Spielrausch. Man sieht gleich zu, beim Ankick der Frauen, Süle presst gleich raus und erwischt den Ball. Und sie kontern sofort wieder. Also die Jungs sind richtig heiß. Die Jungs sind richtig heiß. Also natürlich wollen sie ins Finale einziehen gegen das Men's Team. Und momentan sind sie auf einem guten Weg. Zu schnell. Ja, nochmal, Weimar. Vielleicht kommen die Mädels ja nochmal dran. Vielleicht schaffen es die Mädels vom Women's Team hier nochmal den ein oder anderen Treffer zu machen. Aber du hast es gesagt, momentan macht das Campus-Team den etwas stärkeren Eindruck. Der ist nicht gut gespielt. Damit wieder im Aus und wieder Ballbesitz für das Campus-Team. Noch gut 30 Ingame-Minuten zu gehen in dieser Partie. Oh, da gibt's das grobe Foul. Da winkt er ab, aber der Schiedsrichter hat schon recht. Da ist die gelbe Karte definitiv berechtigt. Das Women's-Team da mit sehr viel Härte in dieser Partie jetzt. Also wenn es spielerisch nicht geht, vielleicht ja über die Körperlichkeit, Ludi. Da war schon ein wenig Frust dabei, bei diesem Foul. Boah, und dann gibt's nach dem Foul auf einmal richtig Probleme in der Defensive und Jago marschiert da einfach durch. Und wir sehen, das Shareplay könnte ein bisschen eng werden in dieser Partie. 5 Minuten noch übrig,
Wir hoffen, dass es reicht für die letzten 27 Ingame-Minuten. 10 Minuten geht so ein Spiel. In der Regel insgesamt reine Gameplay-Zeit. Es gibt natürlich auch Unterbrechungen bei Toren etc. Und wir hoffen, dass es an dieser Stelle reicht. Nochmal nach vorne für die Mädels. Aber schon jetzt ein deutliches Ergebnis, oder Luti? Ja, absolut. Und man merkt, die Jungs sind sicherlich ein guter Anwärter auf den Titel. Die spielen sehr gutes PES. Man merkt auch bei Josh, der versucht wirklich viel mit der Schussantäuschung zu arbeiten und packt dann auch mal die Hacke aus. Und die sind sehr gut eingespielt, die zwei. Vor allen Dingen auch gemeinsam, wie du schon sagst. Sie sind gemeinsam sehr gut eingespielt aufeinander. Und wieder die Grätsche und wieder das Foul. Also, du hast es vorhin auch angesprochen. Da ist ein bisschen Frust dabei und da gibt es die nächste gelbe Karte. Und jetzt müssen hier Jacinta Weimar und Lina Magul aufpassen, dass sie mit 10 Mann oder dass sie nicht am Ende nur mit 10 Mann vom Platz gehen, sondern alle 11 drauf behalten, um eben das Ganze hier noch irgendwie knapp zu gestalten, wenn das überhaupt noch möglich ist. 20 Ingame-Minuten noch zu gehen. 3 Tore Vorsprung jetzt für das Campus-Team. Sie sind auf einem guten Weg, ist hier ins Finale des FC Bayern eSports Cups, dieses internen Cups der 4 Doppel zu schaffen. Gut verteidigt hier von Weimar. Jetzt mal Gul nochmal ein. Nochmal Robert Lewandowski, den haben wir schon des Öfteren gesehen vorne. Dann wurde es immer gefährlich. Coutinho, Magul mit Coutinho auf Weimar und der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, aber vermutlich zu sehr gestört hier. Und dementsprechend sitzt der Ball nicht, Luti. Ja, spielen sie wieder gut raus. Also die Damen spielen eigentlich einen gepflegten Fußball, wenn sie dann ins Kombinieren kommen und nutzen leider diese Riesenchance nicht. Dann wäre es vielleicht noch einmal ein bisschen knapper geworden. Aber die Jungs sind wieder im Angriffsmodus und jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, die wollen noch einen nachlegen. Sieht auf jeden Fall danach aus, aber die Mädels versuchen und wehren sich mit allem, was sie haben, gerade eben wieder das Foul, wieder die Grätsche, also da müssen wir vielleicht auch ein bisschen dran am Timing arbeiten, vielleicht die normalen Tackles anzusetzen, nicht immer die Grätsche reinzuhauen, denn das nimmt dich auch so ein Stück weit aus dem Spiel, oder nicht, Luti? Ja, man merkt einfach, es ist ein wenig Frust dabei. Auch zuvor hatte man schon die Möglichkeit zu kontern und dann wurde der Ball einfach lang rausgeschlagen. Und so wirst du kein Spiel mehr drehen. Aber man merkt aber, sobald es wieder ins Spielerische kommen, die spielen schon gutes PES. Ja, vor allen Dingen im Aufbau nach vorne. Da geht's gar nicht so verkehrt. Nur, man muss ganz klar sagen, sie versuchen es eben in die Breite zu ziehen. Und nochmal, es ist einfach besser, in PES 2020 über die Zentrale zu kommen. Das gelingt dem Campus-Team deutlich besser in dieser Partie und dementsprechend auch diese 4-1-Führung momentan absolut verdient. Und ja, wenn jetzt nicht noch irgendwas komplett Wildes passiert, dann ziehen sie auch ein ins Finale gegen das Mans-Team. Hier nochmal die Möglichkeit. Und ist es wieder ein Foul? Fragezeichen. Hier haben sie nur gezeigt, wie sie am Boden liegen. Ich hätte schon fast gedacht, auch hier im Strafraum des Gegners. Also nochmal das Campus-Team. Der Zug ist abgefahren, viel passieren wird hier nicht. Alles, was jetzt noch kommt, ist Ergebniskorrektur, falls denn noch was kommt von den Damen. Aber erstmal wieder das Campus-Team. Ball in die Spitze, Lewandowski! Und der haut das Ding wieder rein. 88. Spielminute. Lewandowski, der kam nicht. Voll beim Geist. ...5-1 jetzt für das Campus-Team. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich das Women's-Team gleich nochmal sehen im Spiel um Platz 3. Nochmal der Versuch in die Spitze, da ist es abseits. 90 Minuten sind rum. Jacinta, was ist dein Fazit für das erste Spiel? Bist du zufrieden mit eurer Leistung? Nicht ganz, aber ich denke, am Bau war gar nicht so schlecht, aber
Ich war hinten nicht so gut. Im Tor war vor allem nicht so gut. Joshua, ihr habt gewonnen. Wie zufrieden bist du mit eurer Partie? Da waren noch ein paar Fehler drin. Name Olli. Ich habe Probleme gehabt mit Olli sein. Aber wir werden dran arbeiten und trainieren. Also zurück im Studio und ja, am Ende ein deutlicher Sieg für das Campus-Team. Was könnten die Mädels vom Women's-Team im Spiel um Platz 3 gegen das Basketball-Team besser machen, Luti? Die Offensive war schon ganz gut. Die hatten ein paar gute Spielzüge dabei, mit einem guten Abschluss aber auch. Und aber die Defensive, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Da waren sie nicht sehr gut geordnet. Vielleicht sollte man taktisch die Formation ein wenig ändern. 5-3-2 ist oft so eine gute Einstiegsformation. Und auch im letzten Drittel mehr über die Mitte kommen. Also wie du es schon erwähnt hast, im PES 2020 ist das Spiel über das Zentrum im letzten Drittel sehr wichtig. Also das Spiel über das Zentrum vielleicht ein bisschen forcieren, ein bisschen defensiver spielen. Können wir gespannt sein, ob die Mädels das Ganze umsetzen im Spiel um Platz 3. Das Spiel um Platz 3 haben wir euch als Highlight vorbereitet. Heißt also, ihr kriegt die besten Szenen nochmal gegen das Basketballteam vorgestellt. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß im Team mit Diego Flaccadori und Nia Djedovic gegen Jacinta Weimar und Lina Magul. Good luck, girl. Lego. Good luck. Thank you. Let's go, go brat. Okay, I'm going. Hey, yellow, yellow. A white, yellow, of course, yellow. Come, come. Ah! Opa! Bravo, brate! Yeah, but... Perisic, who put Perisic inside? Bravo. Red card. Oh. Bravo. Nice, nice goal. Ihr seid gar nicht so schlecht. Good. Ich würde Neuer in das Mittelfeld schicken. So, jetzt hat. Ja, mach ihn! Ja! 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 Das kann man nicht verteidigen. Ach, leck. Oh Mann! Da ging eine Wette vorher rum. Ladet ihr die Mädels jetzt auf ein weiteres Spiel ein? Yes, we wait them. We will wait them, but we don't know when there is the next game. Maybe next year. Yes, probably. Niad, ihr habt es auf den dritten Platz geschafft. Hat es viel Spaß gemacht, gegen die Mädels zu spielen? Und habt ihr das erwartet? Yes, it was really fun. I mean, great opportunity to make new friends, even over online. But the games were really excited, and we are happy that we won one game at least. Ja, ist mir eigentlich oder uns glaube ich egal, dass wir jetzt verloren haben, weil es hat Spaß gemacht und darauf kommt es doch an. Ja, und auch im Spiel um Platz 3 wurde es am Ende eine eindeutige Geschichte. Wir haben zwischendurch gehört, da Jacinta Weimar sich, beziehungsweise Lina regte sich auf, was denn oder warum sie so viel Platz haben. Jacinta meinte, die Kette hängt am 16er und die Stürmer sonst irgendwo. Deswegen gibt es da so viel Raum, Luti. Was ist da passiert? Generell im PES kann man sehr viele taktische Einstellungen treffen. Das kann man sehr gut am Spiel wieder sehen. Da gibt es wirklich unzählige Einstellungsmöglichkeiten. Deswegen ist es immer gut, wenn man das gute Spielverständnis hat. Wenn man das Spiel erst seit kurzem spielt, weiß man nicht alles, was wirklich passiert. Aber ja, 5-1 und am Ende des Tages ein eindeutiger Sieg.
Eindeutig. Und Lina meinte es genau wie du, ein bisschen arrogant, was die Jungs da auf dem Platz treiben. Also Platz 3 für die Basketballer, Platz 4 wurde es dann am Ende beim Women's Team. Und jetzt suchen wir natürlich Platz 1 zwischen dem Men's Team und dem Campus Team mit Joshua Zirkse und Oliver Baptista Meyer, also gegen das Men's Team von David Alaba und Javi Martinez. Und da wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Also den Snack haben wir ja gerade gehabt. Jetzt freue ich mich auf den Hauptgang mit den zwei. Und was uns erwarten wird. Ich glaube, wir können uns nur selber schlagen, sonst nicht. Also ich bin mir sicher, dass wir gewinnen. Wir werden gar keine Probleme haben und können nur mit unseren eigenen Fehlern verlieren, sonst haben die anderen gar keine Chance, bin ich mir sicher. Ja, spielen wir um was Gescheites. Abendessen, mal ein gescheites Abendessen. Ja, okay, Abendessen. Abendessen. Okay. Javi. Okay. Das sind zwei Kinder. Ja, Bruder, sie haben kein Leben. Sie spielen den ganzen Tag. Sie haben stimmt, keine Kinder. Stimmt. Das stimmt. Haben keine Frau? Nur die Playstation, gell? Ja, genau. Auf geht's, Jungs! You know what time it is, Javi. You know what time it is. Auf geht's! Was ist da? Passen. Matalo. Du bist du, ne? Olo. Ja, tief. Ja. Jawohl, Flanke. Ich bin da, erste Poste. David, Mann. Spiel doch. Ich war raus. Wir haben Zeit. Ballbesitz. Gut. Olli. Was? Das ist ein Kundmann. Lass nicht so angreifen direkt. Das okay, kommt. Okay, erst warten. Ihr könnt besprechen, was ihr wollt. Wir sind da! Ja. Schau mal, wie viel Glück. Was ist für ein Spiel? Wie Glück haben die, Mann? Wie halten den Glück, Mann? Was ist los, Campus? Dann warten die. Gut. Boah. Wie in einem Feier. Olli. Okay. Javi, nicht. Ja, gut. gut, David. Raus. Good try. Javi will. Warte, Javi, don't go. Let's wait. Hold on. We'll wait here in the middle and then play Konter. Ja, morgen, ja. Passen ist nicht einfach. Bro, passen ist gar nicht einfach da. Für euch ist gegen uns nichts einfach, mein Freund. Ja! Ah. Immer ja. Alter, Faul. Faul, sehr stark. Warte, jawohl. Ey, Bo, pass auf, Levi. Levi ist nicht schnell, Bo, du musst chillen.
Guter Mann. Das ist best guter ball. Mann. Gut Ball, gut Ball. Warte. Zurück in der Mitte. Ey, Bruder, ich raste gleich so aus wie... Gut so, gut so. Olli, hey, die sind ja, wir müssen kommen, Kinder. Die können nicht gewinnen, das ist nicht gewinnen, das 100. Okay. Fonsi, that is you, bro. That's you. Hold on, hold on, hold on. Wait, 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 wait. Don't go, don't go, don't go. Go in the middle. Go in the middle. Schäfer. Schaf. Echt? Alter! Das war klar heute. Ach. Gut, Javi, gut. Ist okay, halt, ist okay. Halt. Gut, David, weiter. Gut so. Die spüren uns. Ich bin nur auf mich selbst. Komm. Ja, aber ich gut check so. Das auch nicht, Bro. Ich check gut das die so, ganze Zeit. Du denkst die ganze Zeit zwei Spiele. Ja. So, ich weiß auch nicht, wie das Spiel funktioniert. Ja, ich weiß. Ich sag ja nicht. Du bist Levi anspielen, Mann. Gut so. Komm jetzt mal, Levi. Druck. Ja, gut, wo ist Vincent? Er ist so stark. Ich kann Levi nicht kontrollieren, wenn Levi geht. Du kannst gar nichts. Der läuft einfach. Du kannst gar nichts. Sergio geht. Philipp. Bro, die können, ich schwöre auf, das Olli, ich lasse euch so aus. Die können gar nichts. Dass du so spielen kannst. Renn. Aber lauf schneller! Ja! Das ist so schlecht! So gut! Wir sind so gut! Wir sind da! Ein Tor gemacht und keine Chance! Leben! Den hat deine Schwester auch gemacht, das Leben ist zu leben. Ja. Wir haben 10% Ballbesitz, sag ich. 10%? Wir sind so viel besser, Mann. Wir sind so viel besser. Kann man sowas sagen? Einfach halb weg. Definitiv keine Ahnung vom Fußball. Ja, steht 1-1. Jetzt ruhig. Wir wissen nicht wieso. Druck. Druck. Jawohl. Der Ball. Warte, bleib Mitte. Mit Innenverteidiger. Ja, oh. Und, jawohl, jetzt kicken. Oh, Alter, lauf. Wow. Gut. Schau, was die machen, Bro. Hey. Wow. Ja, wir haben mehr Erfahrung, wenn ich dir zeige, ein Kinder. Gelbe, die geben nie Karten, gell, in diesem Spiel. Für was ist da Karte? Gelb, Karte? Muss. Nur gelb, nie rot. Ja. Ich weiß, was du da. Was machst du? Ich weiß nicht. Das war Pest gerade. Oh, hey. Weiter. Mach ihn rein, mach ihn. Mitte! Nein! Einfach Riffy! Elfmeter, ja! Elfmeter, ja! Was? Nein. Was? Noch Elfmeter! Hallo, was? Und rot, ich hoffe rot. Für was gibt's jetzt einen Elfmeter? Luti! Ich weiß ja, nicht, aber Power. Elfmeter. Wie Paul? Schießt Olli, du, Olli, mach ihn rein, Mann. Mach ich hab rein. Noch nie Elfmeter. Du weißt, Elfmeter. Ja! Weil es unverdient war. Bist du lustig, Olli? Du weißt, Elfmeter, ich wusste gar nicht, du weißt. Aber schieß auf Tor, Bro, wenigstens. Du schießt auf Latte, Bro. Bro, man kann da nichts lenken, gar nichts. Halbzeit im großen Finale, Lutti. Ein Finale, das sehr gut ist. Da steckt sehr viel Brisanz drin mit einem frühen Führungstreffer. Javi Martinez mit sich selbst quasi im Alleingang. Dann der verschossene Elfmeter. Was muss besser werden, damit wir hier auch einen Sieger sehen im Finale, Lutti? Ja, absolut ein Duell auf Augenhöhe.
Das wird sicher eine knappe Angelegenheit. Also wer sich da durchsetzt, ja, der muss auch seine Chancen verwerten. Die Campus-Jungs vergeben einen Elfmeter. Ja, den sollte man machen in einem Finale, wenn man gewinnen möchte. Und natürlich Martinez unnahmlich mit links ins lange Eck, strammer Schuss. Das hat man schon oft gesehen in der Bundesliga von ihm. Das hat man schon oft gesehen, sagt er. Also, und dann würde ich sagen, rein in Halbzeit 2. Wer holt sich das Ding? Die Spannung steigt. 45 Minuten noch. Viel Spaß. Komm jetzt rein. Der weiß nicht, wohin. Die machen Fehler. Ich hab's doch gesagt. Wir sind zu gut. Da wollte ich doch nicht hin, Mann. Pass mich an. Schau dir das an. Der braucht 10 Jahre, bis er abspielt. Flank. Oh, die Laufwege stimmen nicht, Bro. Bro, warte. Bleib mit dem Verteidiger, Bruder. Bleib hinten. Ich geh vorne, du hinten. Ja, spiel. Ich pass. Passen ist echt, Mann. Ja, gut, Javi. Jawohl! Ey, Kimmich will, Mann, der will so kämpfen. Jawohl! Gut! Hau weg! Ja, hol ihn damit. Warte ich schnell, dieses Spiel. Tief! Das muss ein Kontakt sein. Nein, nicht da. Da geht was, geht. Chiri! Ja! Ich bin nur Chiri. Ja. Oh mein Gott. Ah, was? Mach ihn! Nein! Das wäre so unverdient! Ey, was war das, Bro? Alter, was machen die? Was bekommen die für Chancen? Der Ball ist einfach. Ja, tief. Lauf, Junge, lauf. Ach so, hey, da steht einer. Da steht einer. Jawohl, gut. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Oh, ich weiß, mit Lewandowski schießen, Bro, du weißt. Wir machen zu direkt. Philipp, komm mal. Mach. Drum. Gut. Aber bleib doch außen mit. Hey. Jawohl, stark. Tief. Oh, okay. Den hab ich. Die wollen nicht scharf passen, gell? Laufwege stimmt gar nicht, Bro. Ich kann ihn nicht mal lenken. Nicht stimmt, Bro. Ey. Nein, Bro, ich bin, Mann. Das soll mal ein bisschen cool zu halten, Bro. Try, David. Ecke. Das war 100% Dave, 100%. Oh, andere Seite. Uff. Bitte. Ey! Aber auf Levi, ich bin noch auf Levi. Ich check nicht mal wieder. Gut. Echt? Oh, was? Komm, ich spring, Serge!
Hey, Elfmeter. Elfmeter Game. Kann ich das ernst nehmen, Bro? Das kann nicht sein, mein Gott. Der sprintet nicht und dann macht es sowas. Mein Gott. Du ihn, ich hab außen, ich hab außen. Jetzt Druck. Jawohl. Oh, nein. Jawohl. Das ist so fisch. Das ist so fisch. Jetzt warte. Jawohl. Der ist so schnell, man muss machen bleiben. Nein, Mann. Nimm ihn. Aber sie ist hoch, hart. Komm her, Junge, komm her. Josh, komm, Junge. Oh, viel Spannung. Komm her, Joshi. Nervt. Ich kenne den Schütze, den kenne ich sehr gut. Joshi, ich kenne den Schütze. Mach ihn. Ja, Junge! Ah. Ja, guter Schütze. Ich kenne dich. Ich kann den noch nicht so blamieren jetzt. Hast du Spannung, David? Sag mal ehrlich. Verstehst du, Druck schießt oder so? Ja, ich meine, ganz einmal ist, ich bin. Wow. Viel zu hoch. David. Da. Nichts passiert. Ich hab ihn. Ein bisschen schnuppern lassen. Du musst die Ecke gedrückt halten, damit sie in die Ecke zielen. Ja, das ist so geil. Ey, ohne Miete, ey. Das ist so geil, Mann. Das ist so geil. Olli, gewinnen ist geil. Gewinnen ist einfach geil. Wow! Nicht mehr viele treffen, nicht wieder mehr viele. Jo, komm jetzt an weg, Leute! Nein! Der schießt aber hart. Hey! Ja! Hey, Alter, ich hab nach rechts geschossen! Er schießt wieder. Hey, nicht mit der Josh. Jawohl, Jungs. Ja, aber das ist. Also von mir kriegt sie keine Zeit. Wir definitiv im Elfmeter schießen, das ist ja Frechheit. Jawohl, Mann, gewonnen. Geil. Von mir gewonnen. Wir sind im Finale und wir bekommen Abendessen. Von wem? Von euch? Ich bekomme auf jeden Fall. Doch nicht so im Elfmeterschießen. Wir hätten auch so gewinnen. Ihr hattet gar keine Chance. Ohne. Keine Chance, Bro. Die haben 10% Ball. Wie kann man sowas sagen? Also ja, es hat Spaß gemacht. Ich finde, es war ein bisschen zu einfach für mich und Olli. Ich habe mehr von den Kindern gewartet. Also ich habe mir auch mehr erwartet von den zwei. Ja, wir haben gewonnen. Und wir haben einen Sieger, und zwar das Campus-Team, das verdrängt das Mans-Team auf Platz 2. Am Ende, Lotti, nach Elfmeterschießen. Wie siehst du es? War es am Ende trotzdem verdient vom Campus-Team? Ja, das war ein verdienter Sieg. Nachdem er in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschossen hat und in der 87. Minute nochmal Coman allein auf Neuer zurannte und die Chance nicht genutzt wurde, war es am Ende des Tages ein verdienter Sieg. 9-4 Schüsse. Also die Campus-Jungs haben eine ordentliche Leistung abgeliefert, aber man hat gemerkt, die Routiniers wollten auch unbedingt gewinnen, aber letztendlich haben sich die jungen Wilden durchgesetzt. Die jungen Wilden haben sich durchgesetzt. Glückwunsch an dieser Stelle ans Campus-Team, an Joshua Zirkse und Oliver Batista Meyer. Starke Leistung, aber die Frage ist, werden sie sich der Aufforderung des E-Sport-Teams nochmal stellen? Das hören wir jetzt. Hi, Joshua da. Wie ihr wisst, haben wir das Turnier gewonnen, ich und Olli als Team Campus. Und jetzt warten wir auf die E-Sportler von FC Bayern. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet auch keine Chance haben gegen uns. Wir sehen uns.
Also, Challenge accepted von den Campus-Jungs. Die werden sich stellen noch den Jungs aus dem E-Sport-Team. Lutti, wie schätzt du die Chancen ein für das Campus-Team gegen deine Schützlinge? Ja, wir werden sehen, was da wirklich passiert. Wir werden unsere Hausaufgaben machen. Wir haben genügend Videomaterial nun. Das werden wir analysieren. Und ich denke, die Jungs würden sicherlich Hilfe brauchen von Hansi Flick. Vielleicht hilft er denen in der taktischen Analyse. Wir werden alles reinwerfen und die Jungs aber keine Chance lassen. Die Jungs keine Chance lassen. Also, das Campus-Team gewinnt den FC Bayern E-Sports Cup, den internen Cup. Hat mich wieder sehr gefreut, dieses Turnier für euch begleiten zu dürfen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht wieder mit dir, Lutti. Und ich freue mich schon auf das Duell zwischen dem Campus-Team und dem E-Sports-Team des FC Bayern München. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.